Willkommen bei Fox Toy Box. Ich habe euch heute wieder was Interessantes mitgebracht und zwar ein Special und zwar zur Grayskull.com 2023, die vom 1.9. bis zum 3.9. in Lennestadt stattgefunden hat. Ja, wie wir hier sehen können, habe ich hier das Programmheft. Wir gehen jetzt einmal kurz durch das Programm und dann sehen wir ein paar, ja, ich sag jetzt mal das, was man da so sehen konnte, die Ausstellung und so. Und dann kommt noch zum Schluss noch ein Haul-Video. Darum fangen wir jetzt erstmal an. Wir sehen hier das, wie gesagt, das Programmheft mit einem sehr schönen designten Bild von McMood. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Sehr schön gemacht, auf jeden Fall. Ja, dann gucken wir mal rein. Hier natürlich wieder Werbung für die Grayskull.com und Planet Eternia sowie die Inhaltsangabe. Ein Grußwort von Matthias Brink. Und dann haben wir hier auch die Programmübersicht. Es sind auch mehrere Panels gewesen. Ich werde versuchen, soweit sie vorhanden sind, in die Videobeschreibung mit zu verlinken zu Planet Eternia. Die hat nämlich davon Livestreams gemacht und ich werde da die Verknüpfungen hinmachen, solange sie existieren. Genau. Dann sieht man hier die Convention Exclusive, ein Mini-Comic und das MyMag Spezialvariante. Dann habt hier die Origin Checkliste von ja, PE und Grayskull.com. Grayskull Taschen, natürlich darf das Bier der Hölle auch nicht fehlen. Dann halt das SDC 40 Jahre Exclusive He-Man und Skeletor Masterverse 2-Pack. Sowie ja, die übliche Getränkedose, die es ja gibt, sowie auch die T-Shirts. Wir haben einmal das Grayskull.com 23 Exclusive T-Shirt und natürlich das Standard T-Shirt, was man immer bei der Grayskull.com bekommt. Als Gäste sind einmal Axel Jimenez da gewesen, der halt das Design von den Masters of the Universe Origins Cardback gemacht hat. Dann haben wir hier einmal den Synchronsprecher Tony Sattler. Dann den Synchronsprecher Jens Wendland, der natürlich in den Revelation den Cringer gesprochen hat. Joshua Sky, der Mitverantwortliche für die Mini-Comics bei den Origins. Und natürlich auch Simon Eckert, der halt auch einige seiner Bilder für die Masterverse-Toyline ja, erstellt hat. Natürlich wieder ein bisschen Werbung. Und in der Mitte der Moto-Stammtisch Regensburg. Warum der Moto-Stammtisch NRW nicht dabei ist, weiß ich nicht. Müsste man mal den Presi fragen. Dann haben wir natürlich Simon Soltau, der mit seinen Ölgemälden ein absoluter Könner seines Faches ist. Also sehr begeisternd jedes Mal und auch sehr inspirierend, wenn man die Bilder sieht. Hier haben sie zum Beispiel sein Bild abgedruckt vom Zusatzpaket der Sandwolf zu dem ja, Todestor. Ken Coleman ist auch wieder vor Ort gewesen mit seinen ja, künstlerischen 3D-Modellen. Also der macht das ja alles mit 3D Technik und es sind absolut top Bilder. Ja, dann haben wir hier wieder Werbung für Verschiedenes.
Hier haben wir Mahmoud. Auch er ist ein Fotokünstler. Er macht quasi Actionfiguren zu einem ein absolut super Bild. Also jedes Mal ein Augenschmaus, die Dinger zu sehen. Er macht das hauptsächlich mit den Classics-Figuren. Ich glaube jetzt auch mittlerweile mit dem Masterverse, aber das ist richtig schönes Design. Dann ist natürlich auch Moto Fanfiction wieder da gewesen. Und die Artefakten der Macht, also die halt solche Sachen wie den Sternenstaub oder das, wie heißt das hier nochmal, ja, das Todestor gemacht haben. Auch sehr schön. Und natürlich darf das Shimanische Quartett nicht fehlen, das natürlich auch ein Panel am Samstag um 20 Uhr hatte. Ja, hier nochmal ein bisschen was von Planet Eternia. Dann haben wir Team Maimark, genau, Miri und Mark. Und die sind ja verantwortlich für die Welt der Meistermagazine. Und das sind auch immer, das ist ein richtig schönes, Arbeit. Also die Arbeit von denen ist immer top. Und ich habe mir auch wieder mal was bei ihnen geholt. Aber das sehen wir dann natürlich im Haul-Video. Natürlich darf hier nochmal ein bisschen Sea-Toys-Werbung nicht fehlen. Martin Ruffer ist auch wieder da gewesen. Und zwar mit seinen Realfilm-Props. Auch da habe ich wieder ein kleines Video von gemacht. Auch immer wieder schön zu sehen, was er jedes Jahr Neues mitbringt. Dann haben wir hier nochmal Werbung. Und zum Schluss darf er natürlich nicht der Master of the Bruniverse, der hauseigene Biermixer, der Michel, fehlen. Der zu dieser Convention das Bier Hellskull gebraut hat. Ja, ich kenne die, ich habe schon mal andere Bier, also das wird bestimmt, also ich habe es nicht probiert, aber es wird bestimmt aus der tiefsten, finsteren Hölle kommen. Da gehe ich mal von aus. Ja, und dann sind wir, achso, Mighty Ground Underdogs, das war das erste Mal auch, dass die Grayskull.com einen Händler da hatte. Normalerweise haben sie ja nur den Flohmarkt, wo man seine überschüssigen Produkte, die man loswerden will, am Mann bringen kann. Diesmal hatten sie auch erst einmal einen Händler bei gehabt. Ist okay. Es fühlt sich ein bisschen komisch an bei der Grayskull.com, aber ey, warum nicht? Ich habe da auch zugeschlagen. Also deswegen kann ich nicht drüber meckern. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, schauen wir uns einmal die Inspiration an von der Grayskull.com und dann sehen wir uns bei dem Haul-Video wieder.
Also heute haben wir wieder das Eternia Playset, und zwar das erweiterte Eternia Playset. Wir beginnen, weil es erweitert ist, mit dem Erweiterung Castle Grayskull. Castle Grayskull hat heute zur Verteidigung die Stadtwachen von Eternis bei sich, die man aus den Ihapa Comics kennen kann. Denn dort hat man immer einen roten Wappenrock, ein bisschen Rüstung und diese kurzen Kilts an. Das macht die typischen Ihapa Wachen aus. Die Stadtwachen sind nicht zu verwechseln mit der Leibwache der Königlichen Garde, die ja von der Tila angeführt werden. Die kommen heute aus dem Grayskull Tower, wo wir oben die Shira sehen, die sie gerade die Macht anruft, den Fisto, den Mechaneck, der Man-at-Arms, der gerade auf dem Weg eigentlich nach oben ist. Warum stürmen sie alle los? Weil der fiese Hordak zusammen mit der, mit der Shadow Weaver die ganzen Horde-Troopers losgeschickt hat, weil sie unbedingt den Central Tower erobern wollen. Da sich ein Teil der Horde-Troopers bereits um die Palastwachen kümmern und die anderen Horde-Troopers gerade aus dem Viper Tower Ärger bekommen mit Cobra Khan und verschiedenen Schlangen und Skorpionen, sind also ein Großteil der Horde-Troopers beschäftigt. Und daher hat die Shadow Weaver noch zwei Terror-Dogs und eine Schattenbestie herbeibeschworen, um die fiesen Arme aufzuhalten, die sonst ja in den Wassergraben schicken würden, indem man auch noch Haie und Kaiman und ganz hinten auch noch einen Rochen sehen kann, die alle natürlich nicht gerade viel Freude haben und auch irgendwelche Fiese von Chakotay, die einem das Leben sonst schwer machen würden. Das ist ihr alles egal, denn die Arme sind aufgehalten, sie kann sich mit ihrer Magie ganz allein um das Maul kümmern, das sich schließt und damit eigentlich die Möglichkeit besteht, auch dass die Suppe sich öffnen zu lassen und der Weg nach drinnen frei ist. Zurzeit bewacht er ganz alleine der arme Sodek den Central Tower und deswegen steht auch gerade das Wappen von den Cosmic Enforcers oben drüber. Dieser Kopf hier übrigens ist ein Scan von Ken Coleman. Und gedruckt von dem Andy, dem Playmobil Customizer. Lieben Dank nochmal dafür. Wir gehen dann halt dann rüber. Wer kommt nämlich noch? Es kommt nämlich auch noch Skeletor mit Beastman und einem von den Skeletor Minions im Skycage nach oben gefahren, um dem Sodak in den Rücken zu fallen. Aber zum Glück, im Battletram kommt He-Man hinterher, um das natürlich zu verhindern, dass es da aus dem Elend kommt. Derweil einige von den Schlangen reißt heimlich still leise über eine Brücke von hinten Richtung unserem freundlichen Central Tower marschieren und wir vielleicht da vorne jemanden sehen können, der da gar nichts mit zu tun haben möchte. Aber Schrott wird überall gesammelt. Alles frei. In dem richtigen Playset, hat er den Playset, gehört ja normalerweise Castle Grayskull und hier Snake Mountain hin. Aber Snake Mountain ist mit Playmobil so eine Felsenlandschaft und stinkt langweilig, das mag man nicht. Deswegen habe ich das Snake Layer von Lady Sister dazu genommen. Da hat man eine ordentliche Burg, hat richtig viele Schlangen, das macht viel mehr Spaß aufzubauen. Man könnte vielleicht auch den einen oder anderen, den man schon mal woanders gesehen haben könnte. Sugar and electricity, you want that? Okay, thank you. Yeah, I'm the energy guy. So, und dann kommen wir ins Snake Layer mit Lady Sister hier vorne, ja, neben ihrem goldenen Thron, wo sie dann ihre ganzen Schlangendamen losschickt, nach Rauch und Kampf sich tief dann beteiligen dürfen. Wir gehen da in der Weil nochmal unter den Viper Tower und dann hinten durch das Portal kommen nämlich dann die Lady Sister rüber, um den Cobra Khan, den Tang Lasher und den Rattler Loch loszuschicken, die auch im Kampf zu beteiligen. Vor dem Bereich oder dahinter sieht man noch den Ola und den Geiger, die dann in aller Ruhe noch rumstehen und sich nicht mehr im Kampf beteiligen wollen. Das wollen wir auch nicht, deswegen folgen wir einfach den Schlangen und auch mal nachher den Spinnen hinein zum Central Tower. Dort sieht man dann nicht nur einen Aufzug, sondern auf einem Sarkophag auch noch einen Zylonen liegen oder ganz oben den Gehirnenkönig mit Kribbel von Taran und der Zauberkessel. Es gibt nicht nur einen großen Sodek, es gibt auch noch einen kleinen Sodek neben einem vielleicht bekannten Stuhl, den man schon mal irgendwo gesehen haben könnte. Wie man vielleicht weniger gut kennt, ist, wenn man hier hinten runterkommt, ist hier unten der Warlord, Travis Morgan aus den DC Comics aus den 80ern. Wenn man ihn nicht kennt, ist nicht schlimm, ist eher unbekannte Comics. Die drei kennt man auf jeden Fall nicht, denn das ist eine meiner aktuellen Rollenspielgruppen und die haben dieses Jahr diesen drei Türme auf Mittelerde kennenlernen dürfen. Die sind dann also 4 Jahre nach dem Ringkrieg, haben die dann bei Mordor da drei Türme getroffen und wollten die erobern. Und die Türme, dieser Turm hieß dann der Turm des blauen Schneeleoparden. Ja, und den haben sie dann auch erfolgreich erobert, ohne zu erkennen, dass es eigentlich das Eternia Playset ist. Wie dem aber auch sei, über die Brücke, die Treppe hinab, am Grayskull Tower vorbei, kommen wir nochmal nach Castle Grayskull, wo wir dann endlich die Zauberin sehen. Und außer noch weiteren Wachen hinten drin, sehen wir auch den lieben kleinen Orko. Und wenn wir dann unseren Blick von dort hier reinschwenken lassen, das
gerade für die Hörspielfront nochmal der Geist von Castle Grayskull zu sehen. Und wenn das Licht ausgeht, ist auch die Geschichte zu Ende.
So, dann kommen wir jetzt mal zu dem Haul-Video oder zu den Errungenschaften, eher gesagt, die ich bei der Grayscale.com bekommen habe. Fangen wir an mit, als wir da reinkamen, haben wir ein paar Werbehefte bekommen. Einmal dieses hier von den Masterverse, hat man aber auch schon mal gesehen. Ne? Also das ist von 22 und einmal ein Magazin auch von 22 zu den CGI He-Man Serie. Des Weiteren haben wir hier ein neues Hörspiel bekommen, das erste Mal quasi auf der Grayscale.com verteilt wurde. Ein Hörspiel zu Master of the Universe Revelation im Bann Subternias. Ja, da bin ich mal drauf gespannt. Die anderen Hörspiele sind, die es bis jetzt gab, auch sehr toll oder sehr gut. Und ich freue mich hier schon drauf. Ich muss das heute ein bisschen anders machen mit dem Haul-Video, weil es ist ein bisschen eskaliert. So ein klein bisschen, deswegen muss ich das jetzt ein bisschen so nebenbei ändern. Dann haben wir am Eingang unsere T-Shirts bekommen. Die Com-Exclusive-T-Shirts, die bestellten. Und ne, ich muss sagen, sehr schön. Da haben wir es. Das ist das 23 Exclusive mit Anti-He-Man. Also quasi das Design von Simon Eckert auf den T-Shirt. So. Dann war ich ja bei MyMike, habe ich ja gesagt. Und ich habe vom Welt der Meister Magazin die beiden Hefte zu den Werbeheften von Mattel. Also die Vintage-Hefte sind hier drin. Und in den beiden Werbeheftbänden. Ich habe sie jetzt persönlich noch, wie man sieht, sind ja noch sealed. Aber hier auf der Rückseite sieht man zum Beispiel, was da drin enthalten ist. Und also wie gesagt, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr begeistert und freue mich auch schon, die Teile mir anzugucken. Weil wie gesagt, Miriam und Marc machen halt mit der Welt der Meister Magazine alles richtig, was man richtig machen kann. Wie wir hier auch sehen können, schön die Titelblätter von Mahmood gemacht. Also ne, kann man so jetzt nichts drüber meckern. Und wenn man dann da was geholt hatte, hat man dann hier nochmal so ein Werbeheftchen gekriegt mit allen Welt der Meistermagazine auf einen Überblick. Jetzt neu rausgekommen ist die 15 hier unten. Und natürlich haben sie dann auch noch so Spezialbänder wie hier den Hörspielband oder den Realfilmband. Des Weiteren hat man, wenn man da auch hingegangen ist, einen Aufkleber bekommen von Mossman. Auch das ist ein sehr schön. Ich meine, das ist sogar das Artwork von den Origins. Ist auch ja direkt von Mattel. Finde ich gar nicht mal so schlecht und es freut mich auch. Sticker gehen immer. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar die Retrofabrik war auch mal wieder vor Ort. Und wie ihr im letzten Haul-Video schon gesehen habt, ich hab ein bisschen was aufzuholen bei denen. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Und zwar habe ich jetzt hier einmal den Band 4 geholt. Die Entführung des Königs. Das Design von der Verpackung ist ja von Simon Soltau. Auch sehr schön, wenn man das Original-Ölgemälde sieht. Ein absolutes Must-Have, muss man schon sagen. Und natürlich auch das fünfte Band, Duell der Doppelgänger.
auch richtig, richtig fein gemacht. Ich meine, das ist, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, es ist von Simon Eckert, aber bevor ich jetzt was Falsches sage, auf jeden Fall ein sehr super Design und ja, da freue ich mich drüber. Also hier haben wir wieder zwei weitere Sammelbänder, oh, alter Schwede, ist das schwer, von der Retrofabrik zu den Ehapa Comics aus den 80ern. Dann hat der Tobi, der liebe Motodet, hat ja eine Aktion gemacht und zwar hat er für alle, ich stelle das mal hier nach hinten, Moment, na doch nicht so ganz wie ich es möchte, na, bleibst du stehen, nein, will er nicht, okay, machen wir es so, der hat einen Cutout gemacht für die Fans und ja, so im Design der alten Cutouts, sehr schön designt, die hat er zum, ja, ganz ehrlich, er hat sie zum, quasi zum Verschenken der Fans gegeben, mit der Bitte, was ich auch sehr gut finde, ne, man kriegt was und man gibt was und dann sollte man bei Charity Stitch vom Jürgen Bruckner einen kleinen Obolus da lassen. Und ich meine, das ist eine hochwertige Pappe. Auch sehr schön designt und ja, also da kann man auch mal für einen guten Zweck die Geldbörse da auch mal aufmachen. Auf jeden Fall eine sehr geile Idee und Tobi, das war echt, hast du echt gut gemacht. Kann man nicht anders sagen. Also, ne, vom Motodet für die Fans und für einen guten Zweck. So. Dann muss ich mich mal kurz umgucken. Richtig, genau. Dann hat mir die liebe Twyla was mitgebracht. Und zwar hat sie es die geholt und hatte mich schon mal gefragt gehabt bei so einem Stammtisch, ob ich dazu Interesse hätte und ich sage, ja klar, komm, mach, gib her. Und zwar hier eine Masters of the Universe Figur und zwar eine Masterverse. Und ich machen jetzt hier sowas wie ein halbes Unboxing, weil es ist ja schon angeboxt. Es will nicht raus. Na toll. Versagen vor der Kamera. Na, da kommt's. Es kommt. Ich wollte schon sagen, Versagen vor der Kamera. Und zwar haben wir hier die Dark Lynn. Ja, von Mattel Creations. Und ich bin auf jeden Fall begeistert. War ein super Deal und immer wieder gerne, Twyla. Dank dir dafür. Dann kommen wir zum nächsten Teil und zwar, dann habe ich ja gesagt, ich war bei Mighty Underdogs und da konnte ich nicht vorbeigehen zum echt super Preis und zwar von NECA zu dem Teenage Mutant Ninja Turtles Film. Ja, das Tupac, Oroku Saki und Hamato Yoshi. Ja, also ich habe jetzt schon einige Figuren von der Realfilm und natürlich konnte ich daran nicht vorbeigehen. Hätten sie noch die anderen Tupacs gehabt, ich hätte sie auch geholt. Ne, also hier kann man, jetzt blendet es ein bisschen, hier haben wir dann quasi Oroku Saki, der später zu Shredder wird. Und hier haben wir Hamato Yoshi, der eigentlich in der Originalgeschichte zu Splinter wird, aber halt in dem Film ist Splinter eine Ratte im Käfig und hier, genau, da sehen wir Splinter und hier ist der Käfig, der die Nachahmungen seines Herrchens gemacht hat, um damit dann die Turtles später zu unterrichten. Auf der Rückseite sehen wir auch noch mal ein paar Bilder von, ja, hier haben wir Splinter und verschiedene nachgemachte Szenen aus dem Film.
Also ich bin begeistert, dass ich den gekriegt habe. Also ist es auch schon mal ein gutes Zeichen gewesen, dass Mighty Underground da war. Weil sonst hätte ich es nicht. So, dann natürlich hier haben wir es. Das Grayskull Com Exclusive. Genau, das ist das SDC, San Diego Comic Con Exclusive zum 40. Jahrestag der Masters of the Universe. Das 2-Pack von He-Man und Skeletor zu den Masterverse-Figuren. Auch sehr schönes Design. Ich bin auch schon gespannt, die aufzumachen. So. Dann war eine Tombola. Und ich habe mir gedacht, ach komm, machst du mal mit. Normalerweise mache ich keine Tombolas mit. Das ist, nein, mache ich eigentlich nicht. Ich habe nie eine Tombola mitgemacht und habe mir gesagt, ach komm, die 10 Euro, die kannst du auch investieren. Und habe tatsächlich zwei Nummern gezogen. Und das war dann doch ein bisschen sehr überraschend für mich. Also ich habe einmal, die eine Nummer war der Revelation Merman in seinem klassischen Design. Ja, wie ihr wisst, oder auch nicht, ich weiß es nicht, habe ich jetzt ein Video drüber gemacht oder nicht, keine Ahnung, den habe ich schon. Aber das heißt ja nicht, dass man sich nicht darüber freuen kann. Und ja, hier sehen wir dann auch noch die Rückseite. Ja, mit den Figuren, die da beworben wurden, noch Grislore, Bassoff und Faker. Ja, und dann gab es noch eine zweite Nummer. Und ja, die war sehr überraschend. Also, was soll ich dazu sagen? Jetzt wird es ein bisschen lauter und ein bisschen schwerer. Einen Moment, mal kurz. Schwede. Alter Schwede. Moment. Ihr seht es wahrscheinlich schon. So. Ja, also ich war da mehr als perplex, als der Matthias gesagt hat, jo, und die Nummer ist ja das Mega Snake Mountain. Ja, genau, es ist, ich habe das Mega Snake Mountain gewonnen. Unfassbar. Also ich bin sehr, sehr begeistert. Also ich wollte es mir sowieso schon holen. Ich habe eigentlich gewartet, die zu einem vernünftigen Preis irgendwo bei Amazon oder so zu schießen. Und jetzt habe ich es. Und ich bin begeistert. Ich glaube, ich mache davon ein Aufbauvideo oder so. Müssen wir mal schauen. Ich meine, das ist jetzt auch kein kleines Set. Es hat irgendwie 3800 zwei Teile und das ist groß. Das ist richtig und schwer. Also der Karton ist wirklich richtig, 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 richtig schwer. Ich sag sowas. Moment, jetzt drehen wir den einmal kurz an Dragon Blaster Skeletor vorbei. So. So, und hier haben wir dann auch die Rückseite. Innen drin sind als Figuren, sehen wir sie jetzt hier, Dragon Blaster Skeletor, Thunder Punch, He-Man, Webstore, Evil-Lyn, Trapjaw, Ram-Man und Screech. Und natürlich, wie immer, keine Aufkleber. Ja. Und damit würde ich jetzt dieses kleine Haul-Video auch abschließen. Sollte euch dieses Special hier gefallen haben, dann abonniert den Kanal, liked das Video, teilt es und aktiviert die Glocke, damit ihr auch keine weiteren Folgen verpasst, wenn es wieder heißt Neues aus Fox Toybox.